Jo Freunde, was geht ab? Back in the game. Remember, my name ist wieder der Angel hier für euch am Start. Heute habe ich für euch In-Ear Bluetooth Kopfhörer. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, warum stellst du jetzt auch Kopfhörer vor? Lasst mich kurz erklären. Ich weiß, wie scheiße das ist, wenn man im Gym oder bei einer sportlichen Aktivität ist und man hat diese Bonzen-Kopfhörer auf, die zwar einen mega guten Klang haben, aber die einfach immer wieder runterrutschen, eure Frisur zerstören, dass sie aussieht wie der letzte Rotz. Zudem sind die meisten ja noch nicht mal wasserfest und das ist alles Geschichte, Freunde. Das ist alles Geschichte. Heute stelle ich euch nämlich die Verve One vor. Den Namen nicht aussprechen. Egal, ihr wisst, was ich meine. Von Motorola. Ich muss zugeben, designstechnisch sieht das Ding etwas gewöhnungsbedürftig aus. Aber daran tut man sich dann doch schon gewöhnen. Also ich habe mich jetzt schon dran gewöhnt. Die Leute im Fitnessstudio nicht so. Also ich ernte immer noch die ein oder anderen komischen Blicke. Was auch mal ganz geil sein kann. Heute ist das Wetter irgendwie komisch, ne? Es ist bewölkt, kalt, nass. Wird beobachtet. Mann, ey, ich brauche echt einen eigenen Garten, ey. Optisch sehen die ganz schnieke aus, sind teilweise aus Metall. Mit dabei kommt eine Art Ladebuchse, wo die Dinger drin verbaut sind und man kann sie da einfach raus entnehmen. Das macht dann immer so ein Klickgeräusch, das befriedigt einen doch schon irgendwie. Ich weiß nicht, mich befriedigt sowas immer. Das Ding dient als quasi Powerbank, also wenn man... ja, fertig ist mit Hören, dann steckt man die wieder da rein und dann laden die sich von alleine auf. Aber gerade bei der Laufzeit sind 8 Stunden sollen die Dinger halten. Bei mir hat es jetzt so um die 6 Stunden, ja, Zeit überbracht, bis die Dinger dann wirklich leer gingen und ich auch diese Ladestation nochmal aufladen musste. Das Ganze natürlich über Micro-USB, geht ganz einfach, sieht sehr futuristisch aus und hat so eine Art Drehmechanismus, der schon ziemlich cool ist. Weißt du, ich stehe so richtig auf futuristische Dinger und ja, die Dinger halten im Ohr, das ist so geil. Am Anfang dachte ich erst, wow, als ob die Dinger nicht irgendwie rausfallen oder so. Nee, die halten wirklich. Also mit dabei sind ein paar verschiedene In-Ear-Adapter, die könnt ihr dann einfach drauf und dran ploppen, so. Und dann genießt ihr den vollen HD-Quality-Sound. Die Reichweite von dem Ding Bluetooth-technisch liegt bei 30 Metern, was echt gut ist. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, wow, 30 Meter Empfang, wer braucht sowas? Ich. Wenn du mal im Fitnessstudio deine Sachen hinlegst und dir mal eben neue Gewichte holst oder ähnliches, dann kann das mal gut und gerne sein, dass du 20 Meter Entfernung hast und dann so Störgeräusche, das ist nicht cool. Das bringt einen voll aus der Konzentration. Übrigens, das Ding kann man mit jedem Smartphone und mit allem, was Bluetooth hat, verbinden. Zudem ist das nicht nur ein Hörgenuss, man kann damit sogar telefonieren oder Sachen mit Google oder mit Siri steuern, was echt cool ist, was nicht jede In-Ear-Kopfhörer haben. IP54 Spritzwasser geschützt und natürlich staubgeschützt, was gerade beim Training mit schwitzigen Ohren optimal ist oder auch bei den jetzigen Jahreszeiten. Natürlich gibt es dann noch die App, damit könnt ihr dann alles steuern, wie ihr wollt, oder ihr drückt einfach 3-mal auf einen der beiden Kopfhörer und ihr könnt verschiedene Soundprofile abspielen lassen. Basslastig, klarer Klang, Live-Modus gibt es, der leider trotzdem auch mit Verzögerung ist und dazu kommen wir jetzt. Das Ding hat eine Verzögerung von ungefähr 1/2 Sekunde. Videoschauen ist damit jetzt nicht so optimal, mich stört es jetzt nicht. Daran gewöhnt man sich schon, das kann man für 50 Euro auf jeden Fall verkraften. Ich würde sagen, das ist eine gute Alternative zu den Apple AirPods, die jeder von uns eigentlich kennen sollte. Ich verstehe immer noch nicht, das sieht aus wie so eine Zahnbürste, die sich die Leute da am Ohr tun. Vielleicht sollte ich mir die auch einfach mal holen, um zu gucken, wie die sind. Leider besitzen die Modelle keine Geräuschreduzierung, was man auch teilweise echt hört, wenn gerade die eine Musik zu Ende ist und die neue anfängt, dann hört man ein ganz leichtes Grundrauschen, das mich aber jetzt nicht weiter stört und für den Preis von 50 Euro definitiv verkraftbar ist. Was ich noch extrem geil finde, bei meinen alten Kopfhörern musste ich das immer erst wieder neu registrieren, per Bluetooth dann verbinden. Da steckst du die Dinger einfach raus, machst Bluetooth vorher auf dem Handy an, steckst sie rein, die verbinden sich von ganz alleine und ganz bequem. Das sind so die kleinen Sachen, die einen echten Lächeln ins Gesicht zaubern. Ich wollte euch einfach mal mit diesem Video zeigen, dass es auch noch Alternativen zu Kopfhörern gibt. Gerade ich weiß, dass viele von meinen Abonnenten Sport machen, egal ob jung oder älter. Und jetzt habt ihr mal so eine kleine Inspiration, dass man sich da noch mehr weiter steigern kann. Gerade für die ganzen Parkour-Leute kann das schon echt was Geiles sein. Wie immer sind alle Sachen in der Beschreibung verlinkt, sowie auch auf meiner Seite. Da könnt ihr euch übrigens auch umschauen und euch Inspiration holen, was ich denn alles so verwende. Dann, Freunde, bleibt mir jetzt noch zu sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns bis zum nächsten Video wieder. Haut rein! Wisst ihr, was ich meine?